Moin, willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf diesem Kanal. Heute habe ich für euch etwas aus meiner Sammlung, aus meiner Vault. Und zwar von All Last Night Oak Island. Und zwar das Test Pressing. Genau, für die, die es nicht wissen, eine Vinyl wird, bevor sie wirklich gedruckt, also gepresst wird, gibt es ja von einem Test Pressing, damit man gucken, hören kann, ist alles in Ordnung, stimmt der Sound. Stimmen die Lieder, stimmt die Reihenfolge, stimmt alles. Mix und Mastering perfekt oder nicht. Genau, das Ganze hier habe ich damals bei der For the Nomads, ist es so? Ich glaube, es ist so, bei der Auktion ersteigert. Wo die Benefits zugunsten der Arbeits-, also dann wegen Corona arbeitslosen Tour-Crews ging. Und hier oben sieht man Absolute Merch. All Last Night, Oak Island. Genau, so sieht sowas aus. Das ist relativ unspektakulär von außen. Von innen sicherweise auch einfach eine schwarze Vinyl. Aber hier haben wir nochmal Testpressing. Da wird noch ein bisschen was, mal ein bisschen was erzählt. Eigentlich basically fast nur das gleiche, was ich gerade eben erzählt habe. Wenn man in das Lesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich kann es einmal so hinlegen. Oder ich kann es einfach mal so. Könnt ihr mal kurz pausieren und euch den ganzen Spaß hier einmal durchlesen. Und hier unten nochmal. So. Genau, sowas existiert dann immer nicht sonderlich häufig. Ich glaube, wenn ich nicht richtig in der On-Auction waren, für Oak Island gab es, glaube ich, zwei. Also noch eine andere. Genau, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Ich glaube, eine Testpressing hat an sich, glaube ich, schon mal jeder irgendwo gesehen, aber ja. So, aber innen ist es ein ganz normaler weißer Sleeve. Und ist einfach eine ganz normale schwarze Platte, auf der nicht mal Seite B steht, obwohl es eine B-Seite gibt. Ja, und das war's an der Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing. Haut rein.